Der Kaiser Karl, der fuhr einmal in seiner Limousine vors Schulhaus und dort stieß er aus mit einer ernsten Miene. Der Lehrer kriegte furchtbaren Schreck und wurde weiß wie Kreide, als Karl sprach, wohlan, ich will die Kinder briefen heide. Schon lange hab's mir's vorgenommen, es liegt mir sehr am Herzen, dass nicht so dämlich sich ins Lähm des Suchen tut und aussterzt. Nu sollen sie Zeichen setzen, wie weit gebracht ist der Magister, und ob sie was im Kopf haben und nicht bloß im Turnister. Der Lehrer, der verbeichte sich bis nunter auf die Erde, dann fiel vom Kaiser nein ins Tal bei seine Kinderherde. Dort stellte sich die Majestät persönlich vor Kathedra und brachte dies und brachte das bei Maxe, Paul und Peter. 2 Stunden taten zu vergehen. Der Lehrer schwitzte sehr und schielte aus der Ecke raus voll Angst auf die Affäre. Den Kaiser Karl als Kontrolleur, das war wie es Gott geht, guter. Und fürchterlich blamierte sich so manches dumme Luder. Zum Beispiel, da der kleine Horst ganz quietschvergnügt behaupten, dass einst die Kinder Israel die 6. Prinzen raubten. Und Baron Konrad blieb dabei, dass 5 und 7 ist 13. Nur sowas soll nun nicht ein Zorn von den Monarchen reizen. Zum Schluss sprach der Kaiser, jetzt sortiere ich euch in 2 Teile. Und wer zu meiner Rechten kommt, kriegt nachher 10 Teile. Da stand bedeppert mancher Sohn von Freiherrn und von Grafen, dem Meersten aus dem Adel sich gemütlich da drin trafen. Und Karl meinte, protzt nur nicht mit euren Milchgesichtern, tragt euren Kalbskopf nicht so hoch, denn freie Bahn den Dichtchen. Der Linken aber konnt man sehen, viel kleine Proletarier, die tief beschämten manchen Spross von so einem Großagraser. Und freundlich sagte Kaiser Karl nach links hin, liebe Kinder, habt ihr auch speckische Hosen an und tragt nicht deutsche Binder, was den Verstand tut anbelangt, da könnt ihr ihn euch messen mit all den nobeln Gerlchen rechts, Samt und Goldchen fest.